Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ein Spiel, das sich Sinaloa gewünscht hat. Sie wollte auch mit in der Gruppe bei diesem Spiel sein. Es ist ein Dungeon Crawler, und zwar als Feenmagier. Und ja, hier ist das Spiel. Wizardry 6 Bane of the Cosmic Forge. Also die kosmische Schmiede auf Deutsch. Das Spiel wurde 1990 veröffentlicht, und zwar von Cyrtec, und ist der Auftakt zu einer Trilogie. Soweit ich weiß jedenfalls. Ja, das Ganze, wie ich schon sagte, ist ein sehr, sehr alter Dungeon Crawler. Ist auch sehr, sehr beliebt. Und ja, bevor wir anfangen, hätte ich gesagt, geht's ein bisschen Hintergrund. Das Spiel ist auf Deutsch. Allerdings sämtliche Handbücher oder Hintergrundsachen, die ich gesucht habe, waren alle auf Englisch. Jetzt ist es so, dass Jochen, ein Let's Play-Kollege, der hat auch dieses Spiel mal Let's Played, und er hat dann mal ein bisschen auch ein paar Sachen zusammengetragen und die Hintergrundgeschichte ein bisschen übersetzt und so weiter. Und ich denke mal, es wird ihm nichts ausmachen, dass ich das von ihm übernommen habe. Ich werde mal sein Let's Play in den Kommentaren unten reinschreiben, falls ihr auch mal ihm mal schauen wollt. Und wie gesagt, er hat es ganz sich die Mühe gemacht, dieses ganze Teil ein bisschen zu übersetzen und in eine schöne Reihenfolge, schöne Vorgeschichte quasi zu machen. Und die will ich jetzt mit euch mal durchgehen. Und dazu nochmal einen sehr, sehr lieben und herzlichen Dank an Jochen, dass er sich diese Arbeit gemacht hat. Lulgamein ist nicht das, was es war. Das Reich ist gefallen und die Menschen haben sich weiterentwickelt. 5 Generationen nach der Niederlage des Maelstrom wurde ein neuer König geboren. Das war aus dem 5. Teil, soweit ich weiß. Also Maelstrom war, glaube ich, der Endboss, der Hauptgegner aus Wizardry 5. So sehr wurde er geliebt, dass der Rat beschloss, sich aufzulösen und die exklusive Herrschaft der königlichen Familie wiederherzustellen. Doch es dauerte nicht lange, bis der König seine wahre Gestalt zeigte. Gerüchte verbreiteten sich schnell im ganzen Reich. Er würde Bündnisse mit dämonischen Wesen haben und sich in dunklen Künsten versuchen. Seine Königin wäre ein Hure, die Männern des Reiches aus Vergnügen foltere. In einem Versuch, noch mehr Macht zu gewinnen, schloss der König ein Bündnis mit einem unbekannten Zauberer. Gemeinsam begannen sie, magische Kriege auf anderen Ebenen der Existenz zu führen. Während einer ihrer Kämpfe bekam sie Kenntnis von einem Artefakt erstaunlicher Macht. Die kosmische Schmiede. Die kosmische Schmiede ist eine magische Feder der göttlichen Macht. Niemand kennt seinen Ursprung, aber es wird gesagt, dass Worte, die mit der Feder geschrieben werden, das Gefüge des Universums verändern und damit Realität würden. Der König und der Zauberer schafften es, die Feder zu bekommen, und schrieben so unaussprechliche Dinge, dass kein Mensch sich die Schrecken sogar vorstellen konnte. Glücklicherweise wurden die beiden bald eifersüchtig auf die Macht, die der andere hatte, und bekämpften sich in einer epischen Schlacht. Legenden besagen, dass die Lichter von der Magie durch die Fenster des Schlosses am Blitzen waren und die Erde bebte. Urplötzlich wurde es still und dunkel. Man sah den König und den Zauberer nie wieder. Das ist jetzt fast 120 Jahre her. Das Reich existiert nunmehr nicht mehr. Nur wenige erinnern sich an den Namen. Niemand weiß, was mit dem König, dem Zauberer und sogar der Feder passiert ist. Aber jetzt ist eine Gruppe von Abenteurern dabei, die Burg zu betreten. Und all das wird sich nun verändern. So, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an Jochen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich es genommen habe. Und ja, eine schöne oder auch weniger schöne Geschichte, die den Auftakt zu diesem Spiel, diesen Auftakt zu diesem Spiel macht. So, jetzt sehen wir auch schon hier ein bisschen die Grafik. Hier an der Seite, wo der Mauszeiger ist, hier und hier, kommen unsere Helden hin. Das ist quasi das Hauptfenster. Da oben haben wir noch Anzeigen, wie zum Beispiel, ich glaube, das war mehr Schaden. Also, es gibt Zauber, wo man verschiedene Sachen machen kann. Zum Beispiel mehr Schaden, mehr Schutz.
Das weiß ich nicht mehr, was es genau heißt. Da haben wir noch die Richtungsanzeige, Norden, Westen und Süden. Das da ist relativ gut, wenn man versteckte Sachen suchen muss. Und das ist Leviathan, Schweben. Das, was so über Hindernisse rüberschweben können und so weiter. Wenn man Zauber sprechen, der zum Beispiel ein Kompasszauber, dann wird man hier sehen, dass hier oben dann so ein Zeiger ist, sodass wir sehen, in welche Richtung wir schauen. So, kommen wir mal zur Charaktererstellung. Charaktermenü. Ich zeige euch mal, wie eine Charaktererschaffung geht. Ich habe die Charaktere selber schon geschaffen. Liegt aber auch daran, weil man da wahnsinnig viel Zeit mit verbringen kann. Warum? Das seht ihr jetzt gleich. Ich gehe jetzt mal auf Erschaffen. Charaktername nennen wir mal Ringus. So, jetzt sehen wir verschiedene Sachen, was wir auch später noch sehen. Unser Namen. Dann hier drüben steht dann später, was für eine Rasse wir sind, ob wir männlich-weiblich sind und was für eine Klasse wir haben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das hier ist. Das untere ist, wie viel Leben wir haben. Im Moment noch 0. Wenn wir unseren Charakter erschaffen haben, erscheint da 1. Das würde bedeuten, das ist unser erstes Leben. Wenn wir sterben und wieder auferweckt werden, wäre dann da eine 2, also unser zweites Leben. Aber so wie ich es verstanden habe, geht dann auch immer wieder die Fatalität runter. Und irgendwann haben wir dann ein ziemliches Problem, dass unsere Fatalität so weit unten ist, ja, dass es nicht mehr so toll ist. Level 0 sind wir im Moment, das wird sich auch noch ändern. Rang von unserer Klasse, was wir da haben, ist nichts. Erfahrung haben wir natürlich noch 0 und MTS war, glaube ich, wie viel Gegner dieser Charakter getötet hat. Dann haben wir noch hier die Attribute. Das ist einmal die Stärke, Intelligenz, Pietät oder so irgendetwas. Niesreiz, Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Also Stärke ist natürlich klar für Kämpfer. Umso stärker, umso besser, umso mehr können sie tragen. Ich glaube auch mehr zuschlagen. Intelligenz ist natürlich für Zauberer wichtig. Pietät ist, wie gut man studiert hat. Also es hieß da drin, umso höher die Pietät ist, umso weniger Intelligenz braucht man eigentlich auch. Also umso mehr man studiert hat, umso mehr Wissen hat man quasi. Ja. Ich glaube, Intelligenz ist für Magier gut. Pietät ist, glaube ich, dann auch für so Priester oder sowas gut. Also auch magiebegabte Klassen. Vitalität ist natürlich, klar, unsere Vitalität. Wie viel halten wir aus? Geschicklichkeit ist, denke ich, auch klar. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das jetzt ist. Ja, ich bin schlecht vorbereitet. Persönlichkeit ist quasi das Charisma. Und Karma, das habe ich nicht ganz verstanden, was das genau macht. Oder ich habe es wieder vergessen. HP ist auch klar, wie viel HP wir haben und wie viel Ausdauer wir haben. Kämpfen und so weiter, das verbraucht halt Ausdauer. Dann muss man wieder deine wenn man halt keine Ausdauer mehr hat, dann sitzt man nur noch da auf dem Boden, verschnauft und kann nichts mehr machen. Da unten haben wir dann unsere verschiedenen Magieklassen. Feuermagie, Wassermagie, Luftmagie war das, glaube ich, Erdmagie, mentale Magie und klerikale Magie, glaube ich, oder so irgendwie müsste das gewesen sein. 0, das heißt, das ist es Mana. Das heißt, wir haben, das werden wir auch noch gleich sehen, für jede Klasse, also wenn ein Magier zwei verschiedene Klassen hat, also Zauber zum Beispiel das hier, und verwendet nur diese Feuermagie, dann geht auch nur die Feuermagie die Mana runter. Während die Mentalmagie oder Erdmagie weiterhin oben bleibt. Also jede der einzelnen Zauberklassen hat seine eigene Magie, seine eigenen Mana-Punkte. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann können wir uns hier raussuchen, was für eine Rasse wir spielen. Es gibt Mensch, Elf, Zwerg, Gnom, Hobbit. Das sind ja die Standards, die kennen wir ja alle schon. Fee, klar, das ist eine kleine Fee mit Flügeln. Echse, ein Echsenmensch. Drakon, das ist eher so ein Drachenmensch im Großen und Ganzen. Fulpur ist ein Katzenmensch. Ravulf ist ein Hundemensch quasi. Und Mook, das ist eine außerirdische Rasse. Ja, es gibt hier auch ein bisschen außerirdisch und eine ganze große Welt und so weiter und so fort. Werden wir beim Spiel nichts Großes davon merken, aber egal, ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Der kommt, Mook kommt auf jeden Fall nicht von dieser Welt, sondern von einer anderen Welt und ist, man könnte es mit Star Wars mit einem Wookiee vergleichen.
So, jetzt legen wir mal an. Wir machen jetzt Mensch. Jetzt sehen wir hier. Jetzt haben wir unsere Werte. Stärke 9 und so weiter und so fort. Das sind jetzt diese Werte, die wir als Mensch haben. Eine andere Rasse. Das sind immer Standard. Mit denen, da wird jetzt nichts ausgewürfelt. Das sind Standardwerte. Die haben wir immer. Und zwar als Mensch. Wenn ich jetzt einen Fulpur oder einen Zwerg oder was anderes genommen hätte, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Der eine ist vielleicht ein bisschen intelligenter, der andere ein bisschen schwächer, der andere ein bisschen geschickter und so weiter. So, dann können wir uns hier noch aussuchen. Männlich zum Beispiel oder weiblich. Das ändert sich auch ein bisschen was. Weibliche Wesen sind, glaube ich, ein bisschen nicht schlechter, sondern von der Stärke her schwächer, haben dafür mehr Karma und andere Bonus-Dinger. Eine Klasse gibt es sogar, die können nur von Frauen benutzt werden. Und soweit ich weiß, sind auch Frauen hier ein bisschen in dem Spiel bevorzugt. Also, ja. So, jetzt kommen wir dahin. Wie ihr gesehen habt, jetzt das hier, was wir jetzt haben, das ist unsere Klasse und ob wir männlich-weiblich sind. Das ist, wie gesagt, das basiert nur auf dem hier. Dann wird jetzt die erste Würfelsache ausgewürfelt und zwar den Bonus. Das heißt, 10 Punkte haben wir jetzt hier. Der Bonus geht von 1 oder von 0 bis 24. Also von 1 bis 24 oder von 0 bis 24, ich weiß es nicht genau. Und ich habe den Eindruck gehabt, es bei mir jedenfalls, ich bin meistens im einstelligen Bereich drin gewesen. Das dauert extrem lang. Ich habe, glaube ich, für meine Charaktererschaffung keinen einzigen über 20 gehabt. Aber ich habe auch sehr, sehr lange noch damit dran gesessen und ja. So, jetzt gibt es die Berufe hier. Allerdings muss man dazu sagen, es sind noch nicht alle Berufe hier drin. Und das liegt daran, weil die Berufe verschiedene Anforderungen haben. Ein Kämpfer braucht, glaube ich, Stufe 12 von Stärke. Magier Stufe 12 von Intelligenz. Dieb braucht, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Moment. Ein Dieb braucht zum Beispiel 12 Geschicklichkeit und 8 Speed. Das ist Schnelligkeit. Jetzt habe ich es. Das ist, wie schnell man ist. Okay. Und jetzt kommt das Bonus drauf. Wenn ich jetzt Dieb auswähle, dann würde er den Bonus so draufgeben, dass Schnelligkeit definitiv auf Speed 8, da würde nichts passieren. Aber Geschicklichkeit, da haben wir ein neues 9. Und da würde dann automatisch von diesem Bonus auf Geschicklichkeit hingehen, dass der 12 hätte. Das heißt, dann hätten wir 9, 8, 8, 9, 9, 12, 8, 0. Das wären 4 Punkte, wo drauf gehen. 6 Punkte wären noch übrig und die könnten wir dann selbst noch verteilen auf Stärke, Intellekt oder sonst irgendwas, was wir haben wollen. Und das sieht man halt auch zum Beispiel der Psioniker. Der braucht Stärke 10, Intelligenz 14, Vitalität 14 und Persönlichkeit 10. Und um diese Werte zu kriegen, würde ein Bonus von 10 nicht langen. Und deswegen, weil dieser Bonus nicht langt, steht auch der Psioniker hier in diesem Beruf nicht drinnen. Ja. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich gesagt gehabt. Das heißt, umso höher der Bonus ist, umso mehr Berufe können wir auch machen. Und wenn wir einen Charakter aussuchen, der relativ wenig Bonus braucht, können wir die restlichen Bonusse auch nochmal, Ich gehe jetzt einfach mal auf Magier, damit ihr es seht. Magier braucht eine Intelligenz von 12. Jetzt werdet ihr da gleich sehen, dass Intelligenz von 8 auf 12 hochgeht. So, und wir haben, wie ich schon sagte hier, wir haben hier einen Bonus von den 6 Punkten, weil wir keine andere Anforderungen haben. Jetzt könnte ich noch hingehen und sagen zum Beispiel, Persönlichkeit geht hoch. Karma kann man sie nicht selber hochsetzen. Vitalität machen wir noch hoch. Biotät machen wir ein bisschen hoch. So. Jetzt kommt die nächste Wert, wo ausgewürfelt wird, und zwar das Karma. Das geht auch von 0 bis, ich weiß es nicht, bis was es geht, bis 20 oder 24, keine Ahnung. Umso höher der Wert, umso besser eigentlich. Aber gut. Jetzt sehen wir auch hier oben, Mensch, Magier, Rang im Moment nichts. Dann können wir uns noch ein Porträt raussuchen. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Kategorie. Fertigkeitspunkte vergeben. Auch diese werden ausgewürfelt. Die können auch jetzt von 4 sein, es könnten mal nur 2 sein. Ich habe auch schon welche gesehen, die 20 hatten zum Beispiel. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Und zwar die Waffenkategorie. Stab, Dolch zum Beispiel, Stangen
Waffe oder einen Stab. Ob ihr werfen, also Dolche zum Beispiel. Wobei, werfen und schleudern, ich habe keine Ahnung, was jetzt der Unterschied ist. Bogen könnte man noch lernen. So, das sind aber diese Werte hier, die sich auch automatisch steigern. Ich kann, wenn ich jetzt hier 0 habe, die Werte gehen von 0 bis 100. 100 ist man richtig gut. 0 heißt aber nicht, dass man gar nichts machen kann. Man ist halt nur sehr, sehr, sehr schlecht drin. Aber wenn wir jetzt halt einen Dolch zum Beispiel in der Hand haben und schlagen dazu und treffen, wir werden kommen da Punkte rein. Das heißt, wir werden, wenn wir die Fähigkeiten benutzen hier, werden wir besser werden. Und deswegen ist es da vielleicht tatsächlich ein bisschen blöd, hier Punkte reinzugeben, weil wir diese trainieren können. Dann gibt es noch die Kategorie psychisch, Scout oder Vortrag. Scout ist, geheime Sachen zu finden, also geheime Wände oder sonst irgendetwas. Vortrag, weiß ich jetzt gar nicht, was es genau ist. Da müsste ich jetzt raten. Und die letzte Kategorie ist noch akademisch. Das sind Artefakte, Mythologie, Schriftkunde und Taumaturgie. Artefakte sind, dass man Gegenstände benutzen kann, die magisch zum Beispiel sind, also die schon etwas höherwertig sind oder so. Da braucht man dann Artefakte, um diese Sachen zu benutzen, soweit ich weiß zumindest. Mythologie, das ist Erkennen von, das ist zum Beispiel Erkennen von Gegnern, damit man weiß, was für Gegner man genau drauf gegenübersetzt. Schriftkunde ist Spruchrollen und so weiter von so einer Schriftrolle halt abzulesen. Taumaturgie ist die Magiekunde. Umso höher die ist, umso besser ist der Magier. Da gibt es auch, ich glaube, 3 verschiedene Arten. Der Magier benutzt die hier, der Bade benutzt die hier, der Priester würde jetzt was anderes zum Beispiel benutzen. Ja, und das sind diese Wegen. Auch Taumaturgie, umso mehr wir zaubern, umso höher geht die. Ich glaube, Mythologie, Artefakte, weiß ich nicht, ob es da und das, ob die automatisch gesteigert werden. Manche werden automatisch gesteigert, wie ich schon gesagt, wenn man es benutzt. Manche muss man aber auch selber hochmachen. Und es gibt auch noch, ich glaube, bei psychischer Fähigkeiten, zum Beispiel der Ninja, es gibt auch Ninja-Klasse, der kann sich zum Beispiel im Schatten verstecken, damit man ihn weniger trifft. Hat der jetzt nur der Ninja, ich glaube, der Ninja, der Mönch, der Samurai, ich glaube, 3 oder 4 Klassen haben diese Fähigkeit, die anderen nicht. So, jetzt gebe jetzt einfach mal Punkte hier drauf. Jetzt kommen wir noch zur Magie. Jetzt können wir sagen, hier haben wir Feuermagie, Wassermagie, Luftmagie, Erdmagie, Mental oder einfach nur Magie. Und hier auf der rechten Seite sehen wir, hier könnten wir einen Energieausstoß lernen, Frostbeule und Terror, Magieschutz und Richtung. Richtung wäre das, was ich mit dem Kompass gesagt habe, dass wir dadurch den Kompass schon hätten, Schlaf und so weiter. Ich gehe jetzt einfach mal hierher, dann lernen wir mal die Richtung. So, dadurch, dass wir jetzt Erdmagie gelernt haben, ein Spruch, der ist jetzt auch weg, weil wir den nicht mehr lernen können. Aber jetzt seht ihr, wir haben jetzt 3 von 3 Mana gekriegt. Wenn wir jetzt noch den Magieschutz dazu lernen würden, das mal. Jetzt seht man schon. Jetzt haben wir 6 von 6. Das heißt, umso mehr Zauber wir von einer Kategorie lernen, umso mehr Mana kriegen wir auch in dieser Kategorie. Das heißt nicht, dass ich diesen Spruch anwenden muss, aber wir kriegen mehr Mana. Das heißt, ich könnte auch den anderen Spruch mit einer höheren Wirkung sprechen oder öfters sprechen und so weiter. So. Ja, so viel zur Charaktererstellung. Das heißt, ich könnte jetzt abspeichern oder nicht. Aber ja, ihr seht schon, wenn man eine bestimmte Klasse haben will, muss man öfters mal dieses Ding machen, damit man genug Bonuspunkte hat. Wenn man noch Glück hat, kriegt man auch genug Karma-Punkte oder genug Fertigkeitspunkte. Ja, es ist äußerst, äußerst frustrierend, vor allem wenn man dann immer, man muss immer erst zum ersten Namen eingeben, dann muss man das machen, dann das, dann das, dann das und ganz am Schluss kann man sagen ja oder nein. Und wenn ich jetzt sage nein, jetzt könnte ich nochmal von vorne das Ganze machen. Ist ein bisschen schwierig meiner Meinung. Vor allem, ich glaube, ich bin 1 oder 2 Stunden dran gesessen, eine halbwegs gute Gruppe zu erschaffen. Und wie gesagt, ich habe keine Geduld gehabt,
Werte über 20 zu haben. Das heißt, manches habe ich relativ hoch gehabt, unter 20, aber trotzdem noch relativ hoch. Aber dafür ist das Karma ziemlich niedrig gewesen oder die Fertigkeitspunkte. Aber das war mir dann auch relativ egal, weil ich habe dann keine Lust mehr drauf gehabt, da was zu machen. So, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. 20 Minuten haben wir jetzt, viel geredet und alles Mögliche. In der nächsten Folge zeige ich euch dann mal die Charaktere, die ich erschaffen habe. Und dann beginnen wir auch das Spiel endlich mal richtig. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!